Remi Demi im Park hieß es am Samstag wieder in Hoyerswerda. Auch das durchwachsene Wetter hatte hunderte Gäste nicht abgehalten, den Familienpark an der Bonhoeffer Straße zu besuchen. Das bunte Bühnenprogramm begann mit einem Auftritt der Karnevalisten. An vielen Stationen kamen traditionsgemäß die Steppkes auf ihre Kosten. Beliebt sind dabei immer die Elektrocars. Andrang herrschte zum Austoben auch an den Hüpfburgen. Sehr gut gefüllt war das Zelt des Nachbarschaftshilfevereins, sicherlich auch wegen des Bazars mit leckerem Kuchen. Infos gab es wieder am Traditionsbus der Genossenschaft. Am Abend begeisterte dann Stargast Wolfgang Ziegler mit seinen Hits. Verdammt, und dann war ein tolles Fest auch schon wieder Geschichte.